Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts. In der letzten Folge haben wir einem Drachenkampf beigewohnt und in der jetzigen Folge müssen wir mal schauen, was wir machen. Ich habe keine Ahnung, aber wir haben noch ordentlich Quests bekommen, beziehungsweise hier drin. Die können wir alle mal machen. Wie wäre es mal gut, wenn wir ein paar Hausquests machen. Das heißt, ich würde sagen, wir machen mindestens diese als erstes hier. Fange einen Diricall mit dem Schnappsack. Okay, den Schnappsack haben wir. Wo findet man den Diricall? Okay, er zeigt uns das schon an. Dauert ein bisschen. Da machen wir doch lieber eine Reise mit der Karte. Wo wir so einen Quatsch hier machen. Ich bin da und ich muss hin. Wo finde ich den Diricall? Ist die Frage. Na gut, wir sind ziemlich weit hier hinten. Wir können einfach mal... wir können einfach mal hier hinfliegen. Das war, glaube ich, ziemlich dicht dran. So. Beziehungsweise reisen, nicht fliegen. Dürfte ja eigentlich nicht allzu schwer sein, die Dinger zu finden. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. So, wie weit ist es noch? Ah, da können wir hinfliegen. Und über die Wipfel fliegen. Das, finde ich, haben wir wirklich sehr schön gemacht alles. Muss ich einfach zugeben. So, fange eine riesige lila Kröte. Okay, das wird schwierig. Aber das andere, das kriege ich hin. So, landen wir mal hier. Contrinko! Muss ja auch ein bisschen. Sieht interessant aus. Da oben ist es okay. Ich wollte mal gucken, bei der Steuerung stimmt irgendwas nicht, glaube ich. Aber eigentlich. Das ist okay. Da. Okay, dann müssen wir hoch. Aha. Oh, warte. Und dann müssen wir noch, das ist der Schnappsack, aber wir müssen da noch leider was reintun, sonst kriegen wir den nicht, und zwar den. So. So, einen davon haben wir. Das glaubt Professor Howe nie. Sehr gut. Was fehlt uns jetzt noch? Fang eine riesige lila Kröte mit dem Schnappsack. Die müssen wir auch noch finden. Aber wir können hier vorne mal ein Rätsel machen von Merlin. Das machen wir natürlich auch mit. Gerne machen wir es mit. Was ist schon gleich hier vorne? Zweifellos schon lange verlassen. So. Oh, da sind Leute hier noch. Ich scheine in Hogsmeade nicht sonderlich beliebt zu sein. Kein Wunder nach allem, was ich getan habe. Mal gucken, wo noch mehr davon sind. Rebellion. Ja. Hier noch einige geben. Hier ist auch magische Energie, wie man sieht. Das machen wir, was gleicher ist. Revelio. Da habe ich doch schon einige zerstört hier, aber es fehlt mir noch einige jetzt anscheinend. Feuerwhisky vertragen. Hab ich irgendwo einen übersehen? Bloß wo? Da unten vielleicht?
Mist. Also ich habe jetzt ein paar zerstört, aber irgendwo fehlt ja anscheinend noch einer. Rebellio. Plus wo? Das sollte ich untersuchen. Ja, aber nicht jetzt. Kann noch einer sein? Hä? Ich bin es leid, meine Zeit mit den dummen Entscheidungen anderer zu verschwenden. Wir haben kostbare Gelegenheiten verpasst. Gelegenheiten, die uns... Ich hoffe nur, Rookwood weiß, was er tut. Wo ist denn der hin? Rebellion. Müsst du doch hier eigentlich sehen können, ein, oder bin ich jetzt verkehrt? Ich sehe hier nichts. Wer hier wohl gelebt hat? Das ist wirklich nervig. Rebellio. Und pass dieses Mal ein bisschen mit dem Feuer auf. Ich weiß noch, was letztes Mal passiert ist. Wahrscheinlich brauchen wir mehr Holz, wenn wir nicht erfrieren wollen. Das raue Wetter scheint uns zu verfolgen. Welchen habe ich denn bitte denn nicht getroffen hier? Das Krevelio. Mein letzter Ausflug nach Lower Hawksfield? Hab einen Sack voller Tränke. Hab alle Regale. Ach, hier. Genau. Was haben wir denn da? Hitze, ein verloren gegangenes Kind? Ah, war nicht hier. Ich hab dich. Mann, das war jetzt nicht die Sinn der Sache. Das war noch gar nichts. Petrificus total. Was hast du jetzt? Es hat gesessen, nicht wahr? Wirklich geschickt. Zeit, wir können es tun. Wie ermüdend du bist. Du sprichst, du enttäuscht. Wir können es. Bist du immer so jämmerlich? Du verrückst. Wir können es. Kutio. Getan. Die Dunkelheit wird nicht verstehen. Hier mit ihm. Weg. Da oben noch mehr von denen? Ich weiß es gar nicht. Komm,
Warte, machen wir auch schnell was. Levioso. Ja, dann muss ich mich hier mal rüberziehen. Accio! Legarium Leviosa! Levioso! Okay. Mal hier hoch. Was hier wohl drin ist? Na, okay. Revelio. Bringen wir diese Sache hier einfach hinter uns. Eine Zeitverschwendung. Mehr ist hier nicht, ne? Da war einer. Damit wird das erledigt. Okay, jetzt haben wir die alle geschafft. Okay. Verrückt. Verrückt, verrückt. Levioso. Okay. Ah. Stets ein Auge auf dein Wertmann. Zumindest habe ich das dem Ladenbesitzer gesagt, bevor ich ihm alles nahm, was er hatte. Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Sollen wir die Schildkröte noch suchen, ne? So, ein kleiner Cut hier. Musste kurz mal irgendwelche Einstellungen ändern. Aber jetzt fliegen wir direkt dorthin. Sollte zumindest möglich sein. Riesige lila Kröte mit dem Schnappsack. Na gut. Sturzflug. Da unten auf dem Tümpel ist sie irgendwo. Oder wo ist sie da? Alter, sind die denn so aggressiv hier? Okay. Dipendo. Arresto Moment. Confringo. Crucio. Confringo. Arresto Moment. Dipendo. Wow, das war der Kampf. Oh, da kommt noch so ein Viech. Arresto Moment. Oh, Alter. Dipendo. Crucio. Dipendo. Arresto Moment. War da auch nicht so einen anderen coolen Spruch? Mal auf hier,
Den hier? Wingardium Leviosa. Kozio. Der Kozio-Sprung ist eigentlich ziemlich cool, finde ich. Jetzt hier alleine mal. Drüben sind die Kröten. Arresto Momento. War das so eine? Aufgabe erledigt. Da ist ein Inferius da oben. Contringo! Schon einige hier. Ich frage auch nicht mal die Absicht, hier irgendwas zu machen. Revelio. Da ist auch irgendwas. Sieht okay. Interessant aus. Lumos. Wie eine Höhle, wo wir wieder nichts mehr anfangen können, wahrscheinlich. Warte. Komm, bring! Okay. Ob hier ein Kampf stattgefunden hätte. Ich weiß nicht, wo ich längst bin soll. Also hier ist ja anscheinend nichts weiter. Revelio. Ja. Gut. Dann werden wir uns das Tierwesenunterricht besuchen jetzt. Es gibt ja irgendwas drin, aber ich finde es nicht. Huch. So, lass mal rausgehen.
Arresto Momento. Gut. Ich pass auf dich auf. Nur ein paar Tiere sammeln ist doch ganz cool. Ja, wo müssen wir jetzt hin eigentlich, ist die Frage. Gute Frage, nächste Frage. Gut, reisen wir mal zurück und gucken, ob wir das abgeben können. Und zwar in Hogwarts. Hier. Direkt da fliegen wir hin. Können wir es direkt da abgeben. Das sollte funktionieren. Hoffe ich zumindest. Ach, jetzt muss ich doch den ganzen Weg runterlaufen. Das ist auch blöd. Scheiße, muss ich echt den ganzen Weg runterlaufen? Mann. Das nervt mich jetzt ein bisschen. Boah, steht nicht im Weg. Doch ein ganz schön langer Weg. Ich dachte, es wäre viel dichter dran. War es anscheinend nicht. Na los. Echt? War das so ein langer Weg dahin? Kann ich mir nicht vorstellen. Es ist ja wirklich draußen auch, ne? War da nichts Dichteres dran? Ich weiß es nicht mehr. Kann ich hier anfangen? Confringo! Nee, schade. Ich dachte, ich könnte hier auch irgendwie entzünden. Das kann ich anscheinend nicht. Was? Ist denn das für so einen langen Weg? Gibt's doch gar nicht. Ist doch verrückt. Das ist doch verrückt. Hätte ich auch hier nicht bühnen können, ne? Nur so nebenbei. Oder auch direkt davor, wie man sieht. Also. Bescheuert. Na gut. Ausgezeichnete Arbeit heute. Sie können gehen. Sie sind wohl bereit für Ihren neuen Zauberspruch. Ich habe Ihre Aufgaben erledigt, Professor. Ich bin bereit, Bombarda zu lernen. Gut. Ich muss Sie allerdings vorwarnen. Diesen Zauber sollte man nur aus gutem Grund wirken. Der Explosionszauber kann andere verletzen, wie Ihnen sicher einleuchtet. Bitte Vorsicht beim Zaubern. Ich verstehe, Professor. Ich werde Sie beim Wort nehmen. Gut, Sie müssen die Zauberstabbewegungen präzise ausführen. Sie wollen doch Ihre Hand behalten. Also los. Okay. Schöne, gleichmäßige Stabbewegungen. Denken Sie daran, der Explosionszauber ist sehr unbeständig. Okay. Schauen wir mal. Neuen Zauber freigeschaltet. Lassen Sie uns das jetzt in die Praxis umsetzen, ja? Probieren Sie. Klar. Ist das Bombarda? Ja. Von den Kürbissen aus. Gerne. Bombarda. Ausgezeichnete Stabarbeit. Genau so sollten Sie jedes Mal zaubern. Sicher und souverän. Cooles Teil.
Halt, hallo, Homura. Perfekt. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Gucken wir mal rein. Die Aufträge. Genau. Aber ich glaube, für heute reicht das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.